Moin Moin und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe lange keine produktiven Videos mehr gemacht, mit diesem Video produktiven Content zu machen. Das letzte Video war 2020, was ich getan habe. Demzufolge möchte ich euch mal wieder ein bisschen mehr dran teilhaben. Aktuell filme ich das Ganze mit meinem Handy. Wenn euch die Qualität und so gefällt, dann gerne mal eine Information kurz rein. Ansonsten nehme ich meine Kamera, die ich für meine Autovideos verwende. Wo sind wir auch schon gerade beim Thema? Ich habe von meinen Abonnenten hier, das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen, von den Abonnenten nämlich von mir ganz geile Autos hier bekommen, in ein Abonnentengeschenk, und das fand ich mega cool hier. Das habe ich mir selber gekauft, genauso wie das. Das war ja genau letztes Jahr, wo ich mir diese Hülle gemacht habe. Es hat leider noch nicht so ganz funktioniert, dass ihr da Interesse dran hattet an so Handyhüllen. Da hatte ich ja damals mein Gewinnspiel gemacht. Das ist leider nicht, sage ich jetzt mal, interessant gewesen für euch. Da hatte ich nämlich einen Rabattcode von der Firma gehabt, wo ihr euch was bestellen konntet. Das ist ja leider nicht so geworden, was ich sehr, sehr traurig fand, weil ich wollte euch auch was zurückgeben für die ganzen Aktivitäten, die ihr hier so auf diesem Kanal gemacht habt. Egal. Ja, ich war jetzt auch im Freien. Ich bedanke mich auch noch ganz herzlich dafür, weil ich gerade das gezeigt habe hier. Für die Leute, die mir wie die Instagram und Co. mir gratuliert hatten, fand ich sehr nett von euch, dass der ein oder andere doch an mich gedacht hat, jetzt am 12. Und ja. Aktuell bin ich hier sogar gerade noch in einem Videoschnitt drin hier von Lokomotiven. Das war wieder ein Tag, sagst du mal, der offenen Tür, wo halt eine Lokomotivausstellung oder ein Lokomotivschuppen oder ein Lokschuppen, wie man immer ihr das sehen wollt, eine Ausstellung gemacht hat von diesen Fahrzeugen. Da konnte man hingehen. Das ist hier noch ein kompletter Rohschnitt, muss ich mal gucken, was ich euch davon jetzt zeigen kann. Und ja, wenn euch das interessieren sollte, gerne mal rein da in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Und wenn man vom Duschen wiederkommt und das Kind sitzt da und singt erstmal konsequent mit hier. Ich lass mal kurz laufen. Ja. Und man hört es jetzt nicht, weil sie es gerade extrem leise macht. Naja. Was auf jeden Fall die Tage jetzt auch nochmal kommt. Was ist mit meinen Augenschulter los, Alter? Gut, kann ja auch wegen Innendisplay sein, dass es sich doppelt. Ich gucke nämlich gerade in das Innendisplay, nämlich in meine eigene Fratze rein, wenn ich jetzt hier mal in die Kamera gucke. Ich muss mal hier gucken, das Auge fängt gerade schon wieder an, hier rüber zu gehen. Muss ich doch nochmal zum Augenarzt, ey. Das war mal eigentlich komplett gerade. Das Kind feiert das Lied übelst und ja, wo ich meine Brille hin. Ja. Warum ich das jetzt hier eigentlich mache, ist eigentlich noch, weil ich euch sagen wollte oder fragen wollte, was findet ihr dazu gerade oder wie steht ihr dazu, dass gerade alles momentan teurer wird, alles momentan so explodiert, abgesehen von dem Ukraine-Krieg, was ist da eure Meinung dazu? Das würde ich mich gerne mal interessieren und ja, lass mal hier mein Klötzefon aufsetzen. Ah, so, muss ich mal wieder putzen. So, seht ihr, jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser. Naja, was soll, jetzt muss ich doch nochmal zum Augenarzt. Das ist halt, wenn man als Kind so ein bisschen ein paar Blödheiten macht, ne? Und mit der Gesundheit spielt. Deswegen, ja. Ich filme eigentlich ungern noch in der Innenperspektive. Aber, naja, was soll's. Unbedingt wieder mehr was für die Fitness tun. Habe ich jetzt die ganzen Tage überhaupt nicht gemacht. Weder zum Geburtstag noch vor dem Geburtstag. Da muss ich unbedingt wieder ein bisschen mehr was tun. Und ja, wenn ich muss schon doch mal irgendwie mal ein Fitnessstudio hierher bauen oder mal ins Fitnessstudio gehen oder so. Aber alleine. Ich will euch das nochmal kurz zeigen, was ihr hier macht. Schon dafür ein heißes Wetter hier. Und das ist schon Mitte Mai. Das kann doch nicht wahr sein. Der brennt ja jetzt schon richtig da das Geflügel aus der Wand. Vorsicht, Sophia. Fahren wir schön mit dem Rad hier lang. Dem Rad hier lang. Squeetscht ein wenig, müsste ich auch mal machen. So. Aber fürs Fahrradfahren. Zum Fahrradfahren muss ich echt sagen, es ist geil, weil du hast immer schön Fahrtwind
nicht richtig pompös hier. Schauen wir mal, ne? An diesen Weg könnt ihr euch sicherlich noch erinnern, den bin ich aber schon gerne vor 2 Jahren lang gegangen, weil, ja, ich hier immer ganz gerne lang gehe und jetzt fahre ich halt den Fahrrad. Man muss sich zwischendurch auch mal sportliche Aktivitäten, ne? Ja, den Weg kennt ihr noch, da bin ich schon mal lang gelaufen, letztes Jahr vor 2 Jahren. Ich hatte zwar das Fahrrad da schon, aber ich muss dazu sagen, bin ich halt noch nicht so oft gefahren, also den Zeitpunkt. Aber, nee, habe ich euch noch nie gezeigt gehabt, dass ich das andere Ding. Ja. Nur der fahr doch nicht so schnell. Könnt ihr euch sicherlich noch an irgendwelche Videos erinnern, wo ich euch meine Baustelle hier gezeigt habe, als ich hier lang gelaufen bin. Ne? Das ist die Baustelle jetzt, das ist eine schöne Kreuzung geworden, hier jetzt Rechtsabbieger, weil hier hat sich immer alles gestaut, ne? Das ist eine schöne Kreuzung geworden. Bremsen. Momentan, ne, dann drück doch. Momentan steht hier noch die Ampel hier. Die Ampeln sind noch nicht alle angeklemmt, geschweige denn sonst was. Und ja. Ja, das ist auch hier ein schöner Weg hier, wo man schön hier lang radeln kann. Ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht so. Ich werde mir aber noch mal ein anderes Mikrofon organisieren mit Windpüschel. Hoppala, hier klappert alles. Ja, gebaut, weiß ich jetzt nicht, was da hinkommt. Hoppala. Ja, und dann geht es hier trotzdem mal weiter den Weg lang. Schön im Schatten hier. So muss das sein. Und ja, schön gemütlich hier fahren. Kann man auch ein bisschen was für die Beine, ne? Ein bisschen Beintraining machen. Ich fahre immer extrem gerne in hohen Gang, um halt die Beine mal ein bisschen zu trainieren, ne? Das war eigentlich Blödsinn, aber auf lange Sicht gesehen, ja, naja, Fuscher am Werk, der hat doch keine Ahnung. Ich sehe gerade, ich muss die Linse mal putzen, die ist schmutzig. Kleiner Real Talk hier am Rande. Hier ist ja der Sportplatz, hier dahinter, ne? Und ihr seht ja hier diese Anhöhung, hoppala. Seht ihr hier diese Anhöhung? Auf jeden Fall ist hier ab da vorne, ja, ab da vorne ist hier jeder Meter so ein Gullideckel. Ja, machen doch gerade eine Pause. Ich hoffe, man kriegt das hier auf die Kamera jetzt drauf. Ich filme nämlich alles mit meinem Handy. Da ist ein Gullideckel und dann ab jedem Abstand von 5 Metern ungefähr ist hier ein Gullideckel. Eigentlich untypisch, weil genau diesen ganzen Stück dahinter nämlich nicht. Und das hat zur Folge, dass hier unten drunter auch wieder ein Bunker ist aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sie chemische Sachen unten drunter getestet haben, gemacht haben und getan haben. Und deswegen ist das hier auch so eine Anhöhung, weil nach da hinten ist das nämlich nicht. Da wird das nämlich dann alles flach. Da sind auch nämlich die Gullideckel nicht. Ich habe mich immer schon gewundert, warum sind hier die Gullideckel. Mittlerweile ist es so ein bisschen rausgekommen, wo das ist. Da kann ich euch auch gerne auch einen Hochbunker, also sprich den Notausstieg, zeigen. Der ist nämlich... Ja, der ist nämlich in diese Richtung. Den kann man sich auch in verschiedenen Videos herauslesen. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, kann ich da mal mehr dazu machen. Was denn? Ja, und hier ist wieder schönes Wasser. Ja, ha. Hier ist wieder schönes Wasser. Oh, danke schön. Was ist denn das? Jetzt gucken wir, was das Kind jetzt hier gefunden hat. Was ist das denn? Ach, das ist ein Cent. Cool, hat es einen Cent gefunden. Geil. Vorne habe ich in meiner Hosentasche. Vorne habe ich in meiner Hosentasche 10 Euro gefunden, die ich mitgewaschen habe, und jetzt findet sie hier 1 Cent. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch das interessieren solltet, hier ist wie gesagt ein Bunker drunter. Der Hochbunker ist wie gesagt in diese Richtung darin, da kann ich euch gerne mal zeigen. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne mal wissen. Ich sage es mal so, das ist jetzt zwar nicht das neueste Fahrrad, was ich da habe, aber es ist scheißegal, es ist fährt. Man kann damit fahren, es klappert zwar mal hier ein bisschen, muss ich mal Schutzblech und sowas machen. Nehmen wir festmachen und mal hier die Pedalerie. Gut, weiß ich jetzt nicht, warum das hier so klappert. Aber hier die Pedalerie, das ist irgendwie schon ein bisschen kaputt. Aber ich habe bis jetzt noch keine ordentlichen Pedalen gefunden dafür. Weil es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche. Ja, aber auf jeden Fall, um zur Thematik nochmal zu kommen. Ich finde es richtig geil. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie auch irgendwelche Aktivitäten macht mit Fahrrädern oder Co. Oder vielleicht, ob ihr auch irgendwo mit euren Motorrädern, falls ihr schon eins habt, oder Autos hinfahrt. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Ne? Ich fahre jetzt erstmal weiter. Wobei, hier gibt es sowieso jetzt nichts mehr zu erzählen. Und dann nicht sagen tut, ich spinne. Hier ist nochmal eine Anhörung. Ja, hier ist nochmal eine Anhörung, das sieht man es auch schön. Da. Und hier ist ein Gullideckel. So, hier sind wir wieder auf einer schönen alten Straße. Ich
fahre jetzt extra gerne hier hinten rum, aber ich werde ja mal pinkeln muss. Zweitens, weil das Kind mal muss. Und drittens, weil ich auch ein bisschen was zu zeigen und ich weg von der Straße möchte. Weil ich hasse es. Ich weiß nicht warum. Ich weiß absolut nicht warum. Ich fühle mich gegen die Sonne. Das ist eigentlich nicht egal, eigentlich unpraktisch. Aber seit keine Ahnung wie lange hasse ich es, neben der Straße rumzueiern. Dieser ganze Automief, dieser ganze Gestank, dieser Lärm. Es nervt mich langsam. So, Nala. Das wäre geil hier. Das ist eine richtig schöne Schrauberhalle hier. Ja, hier hat man schon das erste, Mysterium. Diese Dinger hier. Ja, eingezäunt komplett. Aber das wäre ein schönes Gebäude zum, so zum Schrauben oder so. Eine schöne Halle. Das wäre richtig saftig, richtig lecker. Naja. So, hier hat man eine sogenannte Trasse. Hat man Wasserdampf durchgeleitet zu DDR-Zeiten. Wasserdampf hier lang. Ja, da geht die dann quasi hier lang, diese Richtung. Und ich fahre jetzt mal hier weiter. So, wenn man jetzt hier mal schauen, haben wir schon das nächste Mysterium. Dieses, ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. A ist hier einmal so ein Teil hier mit so einem Deckel oben drauf, mitten in der Natur, in der Pampa hier. Ne? Zweitens haben wir da noch eine Hütte da hinten stehen. Und ja, da geht's auch. Da ist auch noch was Mysteriöses. Und ja, wir fahren mal weiter. Ich zeige euch nämlich noch ein bisschen mehr. Band hier. 1, 2, 3, 4 Gullideckel nebeneinander. Und ja, was soll man dazu sagen? Sieht man jetzt nochmal schön die Trasse, was ich meinte. Ne? Hier hat man eine Brücke, das war mal ein Flussbeet gewesen, sage ich mal so schön. Da fließt eigentlich mal Wasser. Vor vielen Jahren. Und ja, wenn man ja früher alles auf Gleisen gemacht hat, sind hier demzufolge auch noch die restlichen Überbleibsel der Gleisen vorhanden. Hat man hier die ganzen einzelnen Betriebe, die hier im Hinterrücks stehen, alles auf Gleise versorgt. Und hier, ja, hier war mal eine Eisenbahn. Und da sind hier quasi noch die Überbleibsel davon noch zur Verfügung, sage ich jetzt mal so, ne? Hier geht ein Gleis rein. Hoppala, das ist zugewachsen. Ja. Und hier drüben sind noch einige Gleise, die jetzt mittlerweile schon sehr zugewachsen sind. Die auch leider gar keine Verwendung mehr haben. Und hier drüben auch wieder. Das kann man schön sehen. Es geht hier in dieses Werk rein. Ja. So, ich gehe einmal in so einen blöden Laden hier rein. Nennt sich Minimax, um mir halt ein bisschen was anzuschauen hier. Sechs Mikrofon, Kamera etc. pp. Und dann gibt es hier wieder nur totalen Müll. Wirklich. Hier sind alle Abteilung Headsets. Ne? Das ist wirklich eine ganze Abteilung Headsets hier. Hier gibt es ein paar Mikrofone und so. Das sieht hier schon mal ganz okay aus. Ja. Ja. Dann gibt es hier sowas noch. Das ist ja ganz legitim hier. Rocket Kopfhörer, Rocket Tastatur, Rocket Mikrofon. Das ist ja geil hier. Ne? Ja. Geht man auch. Geht man auch mal weiter. Gibt es noch Drucker? Ja. Gucken wir mal hier so ein bisschen. Irgendwie nur so komische Mikrofone, Kopfhörer. Nur so Klimbim-Kram hier. Handyabteilung haben sie gar nichts für mich. Handyabteilung kannst du komplett vergessen. Ja. So Handyhöhlen, irgendwelche Kabel und Blöde. Ich dachte, hier gibt es irgendwas noch, Ansteckmikrofone oder so ein Blödsinn. Ne? Kannst aber alles vergessen. Sophia, hörst du mal wieder auf damit? Ja, sowas nennt sich Medimax. Teilweise waren auch irgendwelche Stände sogar komplett weg gewesen, wo sie so Kameras und so Zeug hatten und Stative und all so ein Kram. Das, der Stand war komplett weg gewesen, weiß ich nicht warum, wieso, weswegen. Finde ich echt wirklich eine Sauerei. Willst du dir, ich gehe einmal zu Laden und haben sie wieder nichts, ey. Und dann muss die Leute alle im Internet kaufen. Ja, wenn man wirklich mal was haben will, können natürlich sich nicht alles auf Lager legen, das ist mir ganz klar, aber wenn du wirklich mal dann was haben willst, dann gibt es immer irgendwie nie was. Ja. Da bleibt sie bei, da muss ich halt wieder über Amazon meinen ganzen Mist bestellen. Gerade hier fürs Handy, Mikrofon, gerade wenn da hinkommt und so ein Blödsinn oder halt auch für meine Kamera. Naja. Ja, Freunde, das war mal ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ich da so an dem Tag gemacht habe. Wobei es waren zwei Tage gewesen. Ich möchte immer noch mal mit dazu sagen, dass es immer nur kleine Teilausschnitte sind und ich nicht alles zu 100% zeigen werde. Das ist aber auch egal. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wenn euch dieses Format gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne über eine positive Bewertung freuen oder halt auch in Form eines Kommentars. Lasst es mich gerne mal wissen, ob ihr sowas demnächst öfters sehen wollt
Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten dieses Videos und wir sehen uns und hören uns in einem neuen Video oder vielleicht in einem Livestream. Also lasst euch gut gehen, wünsche euch einen schönen Tag, bis demnächst. Ciao.